Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying. Japanische Geistergeschichten Teil 3. Shirio. Nach dem Tod Nomato Yajiemons, eines Daikwan oder Distriktgouverneurs in der Provinz Echizen, kamen dessen Beamte hinterlistigerweise überein, die Familie ihres verstorbenen Herrn zu betrügen. Unter dem Vorwand, sie hätten einige Schulden des Daikwans zu bezahlen, eigneten sie sich alles Geld, sämtliche Wertgegenstände und das Mobiliar des Hauses an. Außerdem fertigten sie gefälschte Schriftstücke an, die glaubhaft machen sollten, der Verblichene habe auf ungesetzmäßige Art Verpflichtungen eingegangen, die die Höhe seines Vermögens bei weitem überstiegen. Diese gefälschte Aufstellung sandten sie an den Seisho, und dieser verfügte daraufhin, dass die Witwe und die Kinder Nomatos aus der Provinz Echizen ausgewiesen wurden, da zu jenen Zeiten nach dem Gesetz die Familie eines Daikwans, selbst wenn dieser bereits gestorben war, für alles, was er begangen hatte, auf strengste mitverantwortlich gemacht wurde. Fast im selben Augenblick, als dieser Verbannungsbeschluss der Witwe Nomatos amtlich mitgeteilt wurde, begab sich an einem Dienstmädchen des Hauses etwas höchst Merkwürdiges. Sie wurde von Krämpfen und Schaudern befallen, wie jemand, der besessen ist. Und als der Anfall vorüber war, stand sie auf und schrie die Beamten des Seisho an und die betrügerischen Angestellten des Verstorbenen. »Hört mich jetzt an! Es ist nicht ein Mädchen, das hier zu euch spricht. Ich bin es, Yajiemon, Nomato Yajiemon, der zu euch zurückgekehrt ist von den Toten. In Kummer und großem Zorn kehre ich zurück. In Kummer und Zorn haben mich die versetzt, denen ich Vertrauen geschenkt habe. Oh, ihr niederträchtigen und undankbaren Diener, habt ihr all die Wohltaten vergessen, die ich euch erwies, dass ihr mir mein Vermögen gestohlen und meinen Namen geschändet habt? Hier in meiner Gegenwart bringt die Rechnungsbücher des Gouvernements zur Stelle und sende deinen Boten zum Metsuge-Amt, um die behördlich geführten Bücher zu bringen, damit beides miteinander verglichen werde.« Als diese Worte aus dem Mund des Mädchens kamen, gerieten alle Anwesenden in Erstaunen. Denn ihre Stimme und die Art zu sprechen waren dieselben wie Nomato Yajimons. Die betrügerischen Beamten des toten Daikwans erbleichten. Die Beamten des Seisho aber befahlen sofort, dass die Anordnung des Mädchens Folge gegeben werde. Sämtliche Rechnungsbücher wurden ihr vorgelegt. Und als die Akten des Metsuka-Amtes zur Stelle geschafft waren, begann die Prüfung. Ohne einen einzigen Fehler zu machen, sah das Dienstmädchen die Rechnung durch, addierte die Summen und stellte jede falsche Eintragung richtig. Jeder Buchstabe, den sie niederschrieb, deckte sich genau mit der Handschrift Nomato Yajimons. Als die Kontrolle der Bücher abgeschlossen war, ergab sich, dass der Daikwan nicht nur nichts schuldete, sondern sogar einen Überschuss zu seinen Gunsten hatte. Die Schuld der Betrüger lag klar zutage. Als der Sachverhalt ordnungsgemäß festgestellt war, sagte das Mädchen genau im Tonfall, der Nomato Yajiemon bei seinen Lebzeiten eigen gewesen war: »So, jetzt ist die Angelegenheit beendet und ich kann in der Sache nichts weiter mehr tun. Also werde ich an den Ort zurückkehren, von dem ich gekommen bin.« Gleich darauf legte sich das Mädchen nieder und verfiel sofort in einen tiefen Schlaf, wie eine Tote, der 2 Tage und 2 Nächte dauerte. Große Müdigkeit und tiefer Schlaf befallen auch Besessene, wenn der Geist, der von ihnen Besitz ergriffen hat, wieder aus ihnen gewichen ist. Als das Mädchen aus dem Schlaf erwachte, waren ihre Stimme und ihre Art zu sprechen wieder vollkommen die eines Jungdienstmädchens. Und niemals, weder damals noch später, konnten sie sich erinnern, was sich begeben hatte, als der Geist Nomato Yajiemons in sie eingetreten war.
Sofort wurde dem Saisho ein genauer Bericht des seltsamen Vorkommnisses vorgelegt. Und der Saisho machte sich nicht nur die verfügbare Verbannung auf der Stelle rückgängig, sondern er machte die Familie des Daikwans außerdem noch große Geschenke. Später wurden Nomato Yejimon noch verschiedene posthume Ehren erwiesen. Und durch viele Jahre hindurch genoss seine Familie von der Regierung so viele Begünstigungen, dass es ihr in jeder Hinsicht ausgezeichnet ging. Die betrügerischen Beamten entgingen ihrer wohlverdienten Strafe nicht. Okame. Okame, eine Tochter des reichen Goemon in Nagoshi in der Provinz Tosa, liebte ihren Gatten Hachiyemon über alle Maßen. Sie war 22 Jahre alt und Hachiyemon 24. Sie hatte ihn so lieb, dass die Leute sagten, sie sei eifersüchtig. Aber er gab ihr niemals auch nur den leisesten Anlass dazu. Und es steht fest, dass niemals ein unfreundliches Wort zwischen ihnen fiel. Unglücklicherweise war die Gesundheit Okames sehr zart. Nach kaum 2 Jahren ihrer Ehe wurde Okame von einer Krankheit befallen, die damals in Tosa grassierte, und die besten Ärzte waren nicht imstande, sie zu heilen. Menschen, die von dieser Krankheit ergriffen wurden, konnten weder essen noch trinken, waren beständig müde und benommen und von sonderbaren Delirien heimgesucht. Trotz sorgsamster Pflege wurde Okame von Tag zu Tag schwächer und schwächer. Und schließlich konnte niemand mehr zweifeln, auch sie selbst nicht, dass sie dem Tod verfallen war. Sie ließ ihren Gatten zu sich kommen und sagte zu ihm: »Ich kann dir gar nicht mit Worten ausdrücken, wie gut du zu mir gewesen bist während dieser schrecklichen Krankheit. Kein anderer Mensch auf dieser Welt hätte lieber zu mir sein können. Aber all das macht es mir noch schwerer, von dir zu scheiden. Bedenke, ich bin noch nicht einmal 25, habe den besten Gatten auf der Welt und muss sterben. Nein, es ist zwecklos, mir noch Hoffnung zu sprechen zu wollen. Selbst die besten chinesischen Ärzte konnten mir nicht helfen. Ich habe gedacht, ich hätte noch ein paar Monate zu leben, aber als ich heute Morgen mein Gesicht im Spiegel sah, da wurde mir klar, dass ich noch heute sterben muss. Ja, heute noch. Aber ich habe noch etwas auf dem Herzen, das ich dich bitten möchte, für mich zu tun, falls du willst, dass ich ganz glücklich sterben kann.« »Sag mir, was es ist«, entgegnete Hachiyemon. »Und wenn es irgend in meiner Macht steht, es zu tun, so werde ich mehr als froh sein, es vollbringen zu dürfen.« »Nein! Nein, du wirst nicht froh darüber sein«, erwiderte sie. »Du bist ja noch so jung. Es ist schwer, sehr, sehr schwer, es dir auch nur anzudeuten und dich darum zu bitten, aber der Wunsch danach brennt wie Feuer in meiner Brust. Ich muss sprechen, bevor ich sterbe. Mein Liebling, du kannst dir denken, früher oder später, nachdem ich tot sein werde, werden sie dich bestürmen, eine andere Frau zu nehmen. Willst du mir versprechen, nicht wieder zu heiraten?« »Weiter nichts«, rief Hachiyemon. »Nun, wenn das alles ist, worum du mich zu bitten hast, so kann ich deinen Wunsch leicht erfüllen. Aus vollem Herzen verspreche ich dir, dass niemals eine andere deine Stelle einnehmen soll.« »Ah, Orishia«, schrie Okame und richtete sich mühsam in ihrem Bett auf. »Oh, wie glücklich hast du mich gemacht!« Und sie fiel tot zurück. Bald nach dem Hinscheiden Okames fing Hachiyemon an zu kränkeln. Anfangs schob man die Veränderung in seinem Aussehen dem natürlichen Kummer zu und die Leute sagten sich, wie lieb muss er sie gehabt haben. Als aber Monate vergingen und er immer blässer und schwächer wurde, bis er schließlich so dünn und durchsichtig war, dass er mehr einem Geist als einem Mensch von Fleisch und Blut glich, da begannen die Leute zu argwöhnen. Gramm allein könne unmöglich die Ursache eines solchen Verfalls bei einem doch noch so jungen Mann sein. Die Ärzte stellten fest, dass Hachiyemon an keiner bekannten Krankheit litt. Sie sagten, sie könnten sich seinen Zustand nicht anders erklären als Folge einer völlig ungewöhnlich seelischen Erschütterung. Hachiyemons Eltern drangen vergeblich in ihn. Er sagte immer wieder, er habe durchaus keinen Grund zur Sorge und seinen einzigen Kummer kennen sie ja. Sie rieten ihm, sich wieder zu verheiraten. Er aber protestierte gegen eine solche Zumutung aufs Heftigste und beteuerte, nichts auf der Welt könne ihn vermögen, ein Versprechen, das er der Toten gegeben, zu brechen.
Von da an verfiel Hachiemon sichtlich immer mehr und mehr. Tag für Tag wurde er blässer und schwächer. Und schließlich begann seine Familie daran zu verzweifeln, ihn noch länger am Leben zu erhalten. Eines Tages nun beschwor ihn seine Mutter, die deutliche Empfindung hatte, er verheimliche ihr irgendwas, so ernstlich ihr die wahre Ursache seines Hinsiechens zu sagen, und vergoss so heiße Tränen dabei, dass er ihrem Drängen nicht länger zu widerstehen vermochte. »Mutter«, sagte er, »es ist schwer, über diese Angelegenheit zu sprechen, weder zu dir noch zu sonst jemand. Und selbst wenn ich es täte, du wärst kaum fähig, mir Glauben zu schenken. Die Wahrheit ist, dass Okame keine Ruhe finden kann in jener anderen Welt und dass die buddhistischen Totenrituale, die für sie abgehalten werden, wirkungslos verhallen. Vielleicht will sie absichtlich keine Ruhe, außer ich gehe mit ihr auf die lange dunkle Reise. Jede Nacht seit dem Tag ihres Begräbnisses ist sie zurückgekommen und manchmal zweifle ich, ob sie wirklich tot ist, denn sie handelt, als ob sie lebe und sieht vollkommen einer Lebenden gleich. Nur spricht sie stets mit mir im Flüsterton. Und immer bittet sie mich, niemand zu sagen, dass sie zu mir kommt. Mag sein, sie möchte, dass ich sterbe. Ich meinesteils hänge nicht mehr am Leben. Freilich, es ist wahr, wie du gesagt hast. In Wirklichkeit haben meine Eltern ein Anrecht auf meinen Körper und ihnen gegenüber steht meine Pflicht an erster Stelle. Darum, Mutter, habe ich dir die volle Wahrheit erzählt. Ja, jede Nacht kommt Okame zu mir. Immer wenn ich mich schlafen lege und bleibt bei mir bis Tagesgrauen. Sobald sie die Tempelglocken schlagen hört, geht sie fort. Als die Mutter Hachiemons diese Mitteilung vernommen hatte, bemächtigte sie sich ihrer die größte Aufregung. Sie eilte sogleich zum Friedhofstempel und erzählte dem Priester, was ihr Sohn ihr gebeichtet hatte, und bat um Hilfe gegen das Gespenst. Der Priester, ein steinalter, erfahrener Mann, hörte ihr unbewegt zu und sagte dann: »Es ist nicht das erste Mal, dass ich solche Dinge vernehme, und ich glaube, ich werde deinen Sohn noch retten können. Tatsächlich schwebt er in großer Gefahr. Ich habe den Schatten des Todes bereits auf seinem Gesicht gesehen, und kommt Okame noch ein einziges Mal zu ihm zurück, so erlebt er keinen Sonnenaufgang mehr. Was für ihn noch getan werden kann, muss schnell geschehen. Sage deinem Sohn kein Wort mehr über die Angelegenheit, aber berufe die Mitglieder beider Familien so bald wie möglich zusammen und sage ihnen, sie sollen unverzüglich hierher zum Tempel kommen. Um deines Sohnes Willen ist es nötig, das Grab Okames zu öffnen.« Alsbald versammelten sich die Verwandten vor dem Tempel. Und als der Priester ihre Einwilligung erhalten hatte, das Grab öffnen zu dürfen, führte er sie zum Friedhof. Unter seiner Leitung wurde der Leichenstein Okames entfernt, die Gruft geöffnet und der Sarg herausgehoben. Und als man den Deckel abhob, fuhren die Anwesenden entsetzt zurück. Vor ihnen saß Okame. Die Japaner pflegen ihre Toten in sitzender Stellung zu begraben. Mit lächelndem Gesicht und einem Ausdruck so lieblich wie in den Tagen vor ihrer Krankheit. Kein Zeichen des Todes war in ihr zu sehen. Als der Priester seinen Gehilfen befahl, die Leiche aus dem Sarg zu heben, da steigerte sich das Erstaunen der Anwesenden zu höchster Furcht, denn der Körper der Toten war warm anzufühlen und biegsam wie im Leben, trotz der unnatürlichen hockenden Stellung, in der er so lange hatte verharren müssen. Man trug die Leiche zur Totenkapelle und dort malte der Priester mit dem Schreibpinsel auf Stirn, Brust und Glieder der Toten die Sanskritbuchstaben Bonji, gewisser heiliger talismanischer Worte. Dann zelebrierte er eine Sekaki-Messe für den Geist Okames, ehe er gestattete, dass man die Leiche wieder der Erde zurückgab. Niemals mehr hatte Okame ihren Gatten besucht und Hachiemon erlangte allmählich wieder seine Gesundheit und Jugendkraft. Ob er seinem Versprechen treu geblieben ist? Darüber schweigt der japanische Geschichtenerzähler. Die Fliege. Ungefähr vor 200 Jahren lebte in Kyoto ein Kaufmann namens Kasaria Kyobai. Sein Laden lag in der Straße, die sie Teramachi-Dori nennen, südlich von Shimabara durchlass. Er hatte ein Dienstmädchen namens Tama, eine Eingeborene der Provinz Wakasa.
Tama wurde von Kyubai und seiner Gattin stets aufs Freundlichste behandelt und schien an beiden sehr zu hängen. Sie hielt nicht darauf, wie andere Mädchen sich nett zu kleiden. Und wenn sie Feiertag hatte, ging sie immer im Arbeitskittel aus, obwohl das Ehepaar mehrere sehr hübsche Kleider geschenkt hatte. Sie war bereits 5 Jahre im Dienste Kyubais. Da fragte er sie eines Tages, warum sie eigentlich kein Gewicht darauf lege, nett auszusehen. Tama errötete bei dieser Frage und gab respektvoll zur Antwort: Als meine Eltern starben, war ich noch ein ganz kleines Mädchen und es oblag mir, für meine Eltern die buddhistischen Totenriten vollziehen zu lassen. Damals besaß ich die Mittel dazu nicht, aber ich nahm mir vor, dass ihre Ibai, also ihre Totentafeln im Tempel, genannt Yodakuje, hängen sollten und dass die bisher unterbliebenen Riten nachgeholt werden müssten, sobald ich das Geld dafür besäße. Und um das bewerkstelligen zu können, habe ich getrachtet, alles Geld und die Kleider zu sparen. Vielleicht bin ich darin zu weit gegangen, denn sie finden, ich vernachlässige zu sehr mein Äußeres. Immerhin habe ich bereits 100 Momme in Silber für den Zweck, den ich ihnen nannte, zurückgelegt. Habe ich mein Versprechen einmal eingelöst, dann werde ich auch alles daran setzen, in ihren Augen nett zu erscheinen. Bitte verzeihen Sie mir also mein bisher so ruppiges Aussehen und meine Nachlässigkeit. Kyubai war tiefst gerührt durch diese schlichte Bekenntnis. Er sprach überaus freundliche Worte zu dem Mädchen, versicherte ihr, sie habe hinfort volle Freiheit, sich zu kleiden, wie es ihr beliebe, und lobte ihre Kindestreue und Anhänglichkeit. Bald nach diesem Gespräch war Tama instand gesetzt, die Totentafeln ihrer Eltern in den Tempel Yodakuchi anhängen und die dazugehörigen Riten vollziehen zu lassen. Von dem Geld, das sie erspart hatte, brauchte sie dazu nur 70 Momme, den Rest von 30 Momme bat sie ihre Herrin, für sie aufzuheben. Bei Beginn des darauffolgenden Winters wurde Tama plötzlich krank. Nach kurzem Krankenlager starb sie am 11. Tag des ersten Monats im 15. Jahr Genroku, also 1702. Kyubai und seine Gattin waren darüber sehr betrübt. Ungefähr 10 Tage später kam eine große Fliege ins Haus geflogen und begann ohne Unterlass rund um Kyubais Kopf herumzusurren. Kyubai war darüber umso erstaunter, als Fliegen dieser Art während der strengen Kälteperiode niemals auftauchen und gar so große selbst in der wärmsten Jahreszeit überaus selten sind. Die Fliege behelligte Kyubai dermaßen, dass er beschloss, sie zu fangen und aus dem Haus zu bringen. Er ging dabei so behutsam wie möglich zu Werke, um sie nicht zu verletzen, denn er war ein strenggläubiger Buddhist. Aber bald kam die Fliege wieder ins Haus zurück. Sie wurde abermals gefangen und nochmals hinausgetragen. Als sie aber ein drittes Mal zurückkam, dachte sich die Gattin Kyubais, es sei doch eine seltsame Sache. »Ich möchte gern wissen, ob das nicht am Ende Tama ist«, sagte sie. Die Toten, besonders solche, die zum sogenannten Gaki-Seelenzustand vorschreiten, kehren zuweilen in der Form von Insekten auf die Erde zurück. Kyubai lachte darüber und meinte, »Nun, vielleicht bezeichnen wir sie mit einem Merkmal, damit wir sie wiedererkennen.« Er fing die Fliege, knipste ein wenig von ihren Flügelspitzen mit einer Schere ab, trug sie sodann weit vom Haus weg und gab ihr die Freiheit. Am nächsten Tag war sie wieder da. Kyubai bezweifelte noch immer, dass ihre Rückkehr irgendwelche geisterhafte Bewandtnis habe, fing sie wieder und bemalte ihr den Körper und die Flügel rot und trug sie aus dem Haus, aber diesmal sehr weit, und ließ sie los. 2 Tage später kam sie abermals zurück, ganz rot. Kyubai hörte auf zu zweifeln. »Du kannst recht haben«, sagte er zu seiner Frau. »Sie will etwas. Aber was?« Die Frau antwortete, »Ich habe noch 30 Momme aus Tamas Ersparnissen. Vielleicht braucht sie sie, um für ihren Geist eine buddhistische Messe lesen zu lassen. Sie war immer sehr besorgt um ihre nächste Verkörperung.« Die Frau hatte kaum zu Ende gesprochen, da fiel die Fliege, die bis dahin an dem Papierfenster gesessen hatte, auf den Boden. Kyubai hob sie auf. Sie war tot. Daraufhin beschlossen Kyubai und sein Weib, sogleich zum Tempel zu gehen und das Geld des Mädchens dem Priester zu übergeben. Die tote Fliege legten sie in eine kleine Schachtel und brachten sie mit. Yiku Shonin, der Oberpriester des Tempels, erklärte, als er die Geschichte der Fliege vernommen hatte, dass Kyubai und seine Frau in der Angelegenheit vollkommen richtig gehandelt hätten.
Er las sogleich für den Geist Tamas eine Sekaki-Messe und über die tote Fliege wurden die 8 Rollen des Miyoten Sutram rezitiert. Die Schachtel mit dem kleinen Leichnam wurde im Tempelbezirk beigesetzt und an der Stelle, wo sie ruhte, eine Sotoba errichtet, mit einer passenden Inschrift darauf. Der Fasan. Im Toyama-Distrikt in der Provinz Bishu lebte vor langer Zeit ein junger Farmer mit seiner Frau. Ihr Besitztum lag einsam zwischen den Hügeln. Eines Nachts träumte dem Weib ihr Schwiegervater, der vor ein paar Jahren gestorben war, sei zu ihr gekommen und hätte zu ihr gesagt: Morgen werde ich in großer Gefahr schweben. Versuche mich zu retten, wenn du kannst. Beim Erwachen erzählte die Frau ihrem Mann den Traum und sie berieten, was er wohl zu bedeuten habe. Beide kamen überein, der Tote wolle irgendetwas von ihnen, aber weder Mann noch Frau konnten sich die Worte der Vision erklären. Nach dem Frühstück ging der Mann auf die Felder, während seine Frau am Webstuhl blieb. Plötzlich hörte sie draußen einen großen Lärm. Sie trat in die Tür und sah, dass der Jito des Distriktes mit einer Jagdgesellschaft auf die Farm zukam. Während sie noch wartete, was weiter geschehen würde, rannte ein Fasan an ihr vorbei ins Haus und sofort erinnerte sie sich an ihren Traum. »Vielleicht ist es mein Schwiegervater«, dachte sie bei sich. »Ich muss versuchen, ihn zu retten.« Dann eilte sie dem Fasan nach. Es war ein schönes männliches Exemplar. Er griff ihn, ohne dass er sich gesträubt hätte, und setzte ihn in einen leeren Reistopf, den sie mit einem Deckel verschloss. Einen Augenblick später kam das Gefolge des Jitos herein und fragte, ob sie nicht einen Fasan gesehen hätte. Sie antwortete kühn mit Nein, aber einer der Jäger beharrte steif und fest darauf, er hätte deutlich gesehen, dass der Vogel ins Haus gelaufen sei. Die Jagdgesellschaft verlegte sich auf Suchen, guckte in jede Nische und durchstöberte jeden Winkel. In den Reistopf zu schauen, darauf verfiel natürlich keiner. Nachdem sie alles ohne Erfolg untersucht hatten, kamen sie zu dem Schluss, der Vogel müsse wahrscheinlich durch irgendeine Lücke entkommen sein und gingen ihres Weges. Als der Farmer nach Hause kam, erzählte sie ihm die ganze Geschichte und brachte den Reistopf herbei, in dem sie den Fasan hatte sitzen lassen, damit sich ihr Mann mit eigenen Augen überzeugen könne. »Als ich ihn griff«, sagte sie, »sträubte er sich nicht im Mindesten und blieb bis jetzt ganz ruhig im Reistopf hocken. Ich glaube bestimmt, es ist der Schwiegervater.« Der Farmer nahm den Deckel vom Topf und holte den Vogel heraus. Er blieb still auf der Hand sitzen, wie zahm, und blickte den Farmer an, als sei er an dessen Gegenwart längst gewöhnt. Auf einem Auge war er blind. »Vater war auch auf einem Auge blind«, sagte der Farmer, »und zwar auf dem rechten. Sieh da, das rechte Auge des Vogels ist blind. Wirklich, ich glaube auch, es ist der Vater. Und wie er herumschaut. Armer Vater, wahrscheinlich hast du dir gedacht, wenn ich nun schon einmal ein Vogel bin, besser ich gebe meinen Kindern mein Fleisch als den Jägern. Und das erklärt deinen Traum von gestern Nacht«, setzte er zu seinem Weib gewendet hinzu, lächelte hämisch und drehte dem Fasan den Hals um. Beim Anblick dieser rohen Tat kreischte das Weib laut auf und schrie: »Oh, du verworfener Mensch! Oh, du Teufel! Nur ein Mensch mit dem Herzen eines Teufels kann so etwas tun! Lieber sterben, als noch länger das Weib eines solchen Mannes sein!« Und sie sprang aus der Tür, sich nicht noch einmal die Zeit nehmend, vorher ihre Sandalen anzuziehen. Woher wischte sie ihr Mann noch beim Rock, aber sie riss sich los und rannte keuchend vor Hass davon. Und sie hörte nicht auf zu laufen, bis sie die Stadt erreicht hatte. Dann eilte sie schnurstracks zur Residenz des Jitos. Dort angekommen, erzählte sie unter vielen Tränen neben Dito alles, den Traum in der Nacht von der Jagd, wie sie den Fasan, um ihn zu retten, versteckt habe und wie ihr Mann sie zuerst verhöhnt und sodann den Vogel ermordet habe. Der Jito redete ihr freundlich zu, gab Auftrag, dass man sich um sie kümmern und sie reichlich laben solle. Einigen Beamten aber befahl er, den Farmer zu ergreifen und sofort zur Stelle zu schaffen. Am nächsten Tag wurde der Farmer vor Gericht gestellt und nachdem man ihn zum Geständnis, dass er tatsächlich den Fasan umgebracht habe, bewogen hatte, also gleich abgeurteilt. Der Jito verkündete den Richterspruch: »Nur ein Mensch mit einem bösen Herzen konnte so handeln wie du.
und die Gegenwart eines solchen verworfenen Menschen ist ein Unglück für die Gemeinde, in der er wohnt. Die Leute unseres Gerichtes sind Menschen, die Empfindung der Kindestreue hochhalten. Unter ihnen können wir dich nicht länger hausen lassen. Damit war der Farmer aus dem Distrikt ausgewiesen. Für den Fall der Rückkehr war Todesstrafe vorgesehen. Dem Weib jedoch schenkte der Jito ein Stück Land. Später sogar sorgte er dafür, dass sie einen braven Mann bekam. Der Fall Chigorum. Vor langer Zeit lebte im Koishikawa-Quartier von Yedo ein Hatamoto namens Suzuki, dessen Yashiki an der Sandbank des Yedogawa lag, nicht weit von der Brücke, die Nakanohashi heißt. Unter den Soldaten dieses Suzuki befand sich auch ein Ashigaru, ein Gefreiter, ein gewisser Shigoro. Shigoro war ein hübscher Bursche, sehr liebenswürdig und anstellig und ungemein beliebt bei den Kameraden. Viele Jahre hindurch blieb Shigoro in den Diensten des Suzukis und führte sich so gut auf, dass kein Tadel an ihm haftete. Endlich entdeckten die anderen Ashigaru, dass Shigoro die Gewohnheit angenommen hatte, die Yashiki allnächtlich zu verlassen, und zwar auf dem Weg durch den Garten, um erst knapp vor Tagesgrauen zurückzukehren. Anfangs schwiegen sie dazu, da sich solches seltsame Unterfangen nicht mit den vorgeschriebenen Pflichten vertrug und nahm an, irgendein Liebesabenteuer stecke dahinter. Nach einiger Zeit jedoch fing Shigoro an, blass und kränklich auszusehen. Und da seine Kameraden eine ernstliche Torheit befürchteten, beschlossen sie, ihn auszufragen und ihm Vorstellung zu machen. Dementsprechend nahm ein älterer Ashigaru Chigoro, als er sich eben wieder heimlich fortschleichen wollte, beiseite und sagte: Shigoro, mein Junge, wir wissen gar wohl, dass du jede Nacht ausgehst und bis zum frühen Morgen fortbleibst. Wir haben auch bemerkt, dass du elend aussiehst. Wir fürchten, du bist in schlechte Gesellschaft geraten und untergräbst deine Gesundheit. Wenn du uns nicht triftige Gründe für dein Benehmen angibst, müssen wir es als Pflicht ansehen, den Vorfall dem Offizier zu melden. Ob nun so, da wir Kameraden und Freunde sind, ist es auf alle Fälle nur recht und billig, dass wir erfahren, warum du nachts das Haus verlässt. Trotzdem, dass im Widerspruch mit den dienstlichen Vorschriften steht. Shigoro geriet bei diesen Worten gänzlich außer Fassung. Nach kurzem Schweigen ging er seine Kameraden voran in den Garten, und als sie außer Hörweite waren, blieb Shigoro stehen und sagte: Jetzt will ich dir alles erzählen. Aber ich muss dich bitten, strengsten Stillschweigen gegenüber jedermann zu bewahren. Wenn du weiter erzählst, was ich dir jetzt anvertrauen werde, stürzest du mich in unsagbares Unglück. Es war im Vorfrühling dieses Jahres, etwa vor 5 Monaten, da ging ich das erste Mal des Nachts aus, und zwar wegen eines Liebesabenteuers. Eines Abends nämlich, als ich nach einem Besuch bei meinen Eltern zur Yashiki zurückkehrte, sah ich ein Frauenzimmer am Flussufer nicht weit vom Haupttor stehen. Sie war wie eine Person von Rang gekleidet, und ich wunderte mich nicht wenig, dass eine so fein gekleidete Frau allein dort stehen konnte und noch dazu zu so später Stunde. Ich sagte mir aber, dass ich deswegen noch kein Recht hätte, sie anzusprechen, und ich wollte gerade stumm an ihr vorübergehen, als sie einen Schritt vorwärts machte und mich am Ärmel fasste. Dabei sah ich, dass sie sehr jung und schön war. »Möchtest du nicht mit mir nur bis zur Brücke dort gehen?« fragte sie mich. »Ich habe dir etwas zu sagen.« Ihre Stimme war ungemein weich und einschmeichelnd. Und dabei lächelte sie, während sie sprach, und ihrem Lächeln war schwer zu widerstehen. So ging ich dann mit ihr zur Brücke, und auf dem Weg erzählte sie mir, sie hätte mich oft gesehen, wie ich in der Yashiki außen eingegangen sei, und sie habe eine Vorliebe für mich gefasst. »Ich wünsche, dich zum Gatten zu haben«, sagte sie. »Wenn du mich lieb haben kannst, so werden wir einander sehr glücklich machen können.« Ich wusste zuerst nicht, was ich ihr darauf antworten sollte. Gedacht habe ich mir, sie ist entzückend. Als wir uns der Brücke näherten, fasste sie mich wieder am Ärmel und führte mich dem Damm hinunter zum Flussufer. »Komm mit mir hinein«, flüsterte sie und zog mich zum Wasser hin. »Du weißt, Kamerad, das ist dort sehr tief, und ich bekam auf einmal Angst vor ihr und versuchte umzukehren. Sie aber lächelte nur, fasste mich am Handgelenk und sagte: »Oh, fürchte dich doch nicht vor mir.« Und wie sie mich so hielt, wurde ich hilflos wie ein Kind.
Ich kam mir vor wie ein Mensch, der im Traum davonlaufen will, aber plötzlich weder Hand noch Füße regen kann. Sie stieg in das tiefe Wasser und zog mich mit und ich sah und hörte und fühlte nichts mehr, bis ich bemerkte, dass ich neben ihr durch Räume schritt, die ein großer Palast voll von Licht zu sein schien. Ich fühlte weder Nässe noch Kälte, alles rings um mich war trocken, warm und herrlich schön. Und ich konnte weder begreifen, wo ich mich befand, noch wie ich überhaupt hierher gekommen war. Die Frau führte mich noch immer an der Hand und wir gingen von einem Saal durch den anderen, durch viele, viele Zimmer. Alle waren leer, aber wunderschön. Bis sie schließlich in einen Gastraum mit 1000 Matten kam. Von einem großen Alkoven am äußersten Ende brannten Lichter und Kissen lang umher, wie für ein Fest. Aber ich sah keine Gäste. Sie führte mich sodann auf den Ehrenplatz im Alkoven, setzte sich mir gegenüber und sagte, »Dies ist mein Heim. Glaubst du, du könntest glücklich mit mir werden?« Und als sie mich so fragte, lächelte sie dabei und ich dachte mir, dass ihr Lächeln schöner sei als irgendetwas in der Welt und aus tiefstem Herzen heraus antwortete ich, ja, und im selben Augenblick erinnerte ich mich an die Geschichte von Urashima und der Gedanke kam mir, sie müsse die Tochter eines Gottes sein. Aber ich scheute mich, sie zu fragen. Gleich darauf kamen Dienerinnen herein, brachten Reiswein und viele Gerichte und stellten sie vor uns auf. Dann sagte die Frau zu mir, heute Nacht soll unsere Brautnacht sein, weil du mich lieb hast und dies ist unser Hochzeitsfest. Und wir gelobten einander an für die Zeit von 7 Existenzen und nach dem Bankett geleitete man uns in ein Brautgemach, das für uns bereitet war. Es war noch sehr früh am Morgen, da weckte sie mich und sagte, Geliebter, du bist jetzt wirklich und wahrhaftig mein Gatte. Aber aus Gründen, die ich dir nicht sagen kann und nach denen du mich auch nicht fragen darfst, ist es notwendig, dass unsere Ehe ein Geheimnis bleibt. Dich hier zu behalten, bis der Tag angebrochen ist, würde uns beiden das Leben kosten. Deshalb bitte ich dich, sei nicht böse, dass ich dich jetzt zurückschicken muss in das Haus deines Herrn. Du kannst heute Nacht wieder zu mir kommen und von da an jede Nacht und immer um dieselbe Stunde, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Warte immer an der Brücke auf mich. Und du wirst nie lange zu warten brauchen. Halte aber fest im Gedächtnis, dass vor allen Dingen unsere Ehe geheim gehalten werden muss, denn sprichst du darüber, so werden wir wahrscheinlich für immer getrennt. Und ich versprach ihr, gehorsam zu sein in allen Dingen. Ich musste an das Schicksal Urashimas denken. Und sie geleitete mich durch die vielen Zimmer, alle leer und schön, zum Eingang zurück. Dort nahm sie mich wieder beim Handgelenk und plötzlich wurde alles dunkel vor meinen Augen und ich wusste nichts mehr von mir, bis ich mich von alleine am Flussufer stehend fand, dicht neben der Brücke Nakanohashi. Als ich in die Yashiki zurückging, hatten die Tempelglocken noch nicht zu läuten angefangen. Abends ging ich wieder zur Brücke um die bestimmte Stunde und sie wartete dort bereits auf mich. Wieder wie das erste Mal zog sie mich in das tiefe Wasser und führte mich an den wundersamen Ort, wo wir unsere Brautnacht gefeiert hatten. Und jede Nacht seitdem habe ich sie getroffen und bin denselben Weg mit ihr gegangen. Auch heute Nacht wartet sie sicherlich auf mich. Und lieber möchte ich sterben, als ihr eine Enttäuschung bereiten. Darum muss ich jetzt gehen. Aber nochmals, lass dich bitten, Kamerad, sag niemand auch nur ein Wort von dem, was ich dir anvertraut habe. Der alte Ashigaru war ebenso erstaunt wie beunruhigt durch diese Erzählung. Instinktiv fühlte er, dass Chigoro ihm die Wahrheit gesagt hatte. Aber diese Wahrheit eröffnete böse Blicke. Möglicherweise war das Erlebnis Chigoros nichts als Sinnestäuschung. Vielleicht aber eine von finsteren Mächten zu verderblichen Zwecken herbeigeführte Sinnestäuschung. War der junge Mensch nun tatsächlich behext oder nicht? Jedenfalls war zu bemitleiden und nicht zu tadeln. Gewalt anzuwenden war keinesfalls am Platz. Deshalb erwiderte der Ashigaru freundlich, ich werde niemals über das sprechen, was du mir anvertraut hast. Niemals. Vorausgesetzt, dass du gesund und am Leben bleibst. Geh und suche das Weib auf, aber hüte dich vor ihr. Ich fürchte, ein böser Geist hat dich in seine Netze gelockt. Chigoro lächelte nur über diese Warnung seines alten Kameraden und eilte davon. Einige Stunden später kehrte er mit seltsam verstörter Miene in die Yashiki zurück. Hast du sie getroffen? Fragte flüsternd der Ashigaru. Nein, erwiderte Chigoro. Sie war nicht dort. Das erste Mal, dass sie nicht gekommen ist. Ich glaube, sie kommt nie wieder. Ich hätte dir die Sache nicht erzählen sollen. Na, der ich war, mein Versprechen zu brechen. Der Ashigaru versuchte vergebens, ihn zu trösten. Chigoro legte sich nieder und sprach kein Wort mehr.
Er zitterte am ganzen Leib wie von Kälte durchschauert. Als die Tempelglocken die ersten Morgenstunde verkündeten, versuchte Chigoro aufzustehen, fiel aber bewusstlos zurück. Er war sichtlich krank. Todkrank. Ein chinesischer Arzt wurde geholt. »Was ist das? Der Mann hat ja kein Blut mehr!« rief er aus, als er Chigoro sorgfältig untersucht hatte. »Es ist nichts als Wasser in seinen Adern. Da wird es schwer, ihn noch zu retten. Was für eine bösartige Sache mag das sein?« Man ließ nichts unversucht, Chigoro am Leben zu erhalten, aber umsonst. Er starb, als die Sonne unterging. Da erzählte der alte Ashigaru seinen Kameraden die ganze Geschichte. »Ah, hab ich's mir noch gedacht«, rief der chinesische Arzt. »Keine Macht der Welt hätte ihn retten können. Er ist nicht der Erste, den sie umgebracht hat.« »Wer ist sie? Oder was ist sie?« fragte der Ashigaru. »Ein Fuchsdämon?« »Nein. Sie spuckt ihr am Fluss seit altersgrauen Zeiten. Sie liebt das Blut der Jungen, also ein Schlangenweib. Ein Drachenweib?« »Nein, nein. Wenn du sie bei Tageslicht und der Brücke sehen würdest, so möchtest du wohl glauben, ein ekelhaftes Geschöpf gesehen zu haben.« »Aber was für ein Geschöpf?« »Ganz einfach. Ein Frosch. Ein großer, scheußlicher Frosch.« Der Traumfresser. Der Name dieses Geschöpfes ist Baku oder Shirokina Katsukami. Und seine besondere Tätigkeit besteht darin, Träume zu fressen. Er wird auf die verschiedenste Art geschildert und abgebildet. Ein altes Buch, das ich besitze, behauptet, der männliche Baku hätte den Leib eines Pferdes, das Gesicht eines Löwen, Rüssel und Stoßzähne eines Elefanten, die Stirnhaare eines Nashorns, den Schwanz einer Kuh und die Füße eines Tigers. Die weibliche Baku soll völlig anders aussehen, inwiefern aber ist nirgends klar ausgedrückt. In den alten Zeiten, als man noch Chinesisch lernte, pflegte man in japanischen Häusern Bilder des Bakus aufzuhängen. Und es hieß, dass solche Bilder denselben wohltätigen Einfluss ausübten wie der Baku selbst. Mein altes Buch enthält über dieses Thema folgende Legende. Im Soshiroku wird erklärt, dass Kotai, als er einst an der Ostküste der Jagd oblag, einem Baku begegnete, der den Körper eines Tieres hatte, aber sprechen konnte wie ein Mensch. Kotai sagte, »Die Welt ist ruhig und in Frieden. Warum sollten wir da noch Gespenster sehen? Wenn schon ein Baku nötig ist, böse Geister zu vertreiben, wäre es da nicht besser, ein Bild des Bakus an der Wand eines Hauses aufzuhängen? Daraufhin könnten böse Wunder, selbst wenn sie in Erscheinung treten wollten, kein Unheil mehr anrichten.« Dann folgte eine lange Liste solcher Wunder und die Zeichen, unter denen sie erschienen. »Wenn die Henne ein biegsames Ei legt, so ist der Name des Verursachern Dämons Taifu. Wenn Schlangen miteinander verwachsen erscheinen, so ist der Name des Dämons Sintu. Wenn Hunde mit zurückgelegten Ohren einhertreiben, so ist der Name des Dämons Taiyo. Wenn der Fuchs mit der Stimme eines Menschen spricht, so ist der Name des Dämons Guaishu. Wenn Blut auf den Kleidern eines Menschen erscheint, so ist der Name des Dämons Yuki. Wenn der Reistopf mit menschlicher Stimme spricht, so ist der Name des Dämons Kanyo. Wenn der Traum in der Nacht ein böser Traum ist, so ist der Name des Dämons Ringetsu. Und weiter sagt das alte Buch, wann immer ein solches böses Wunder geschieht, soll man den Namen des Bakus anrufen. Sofort wird dann der böse Geist 3 Fuß tief in die Erde versinken. Über das Thema böse Wunder mich näher auszulassen, fühle ich mich nicht berufen. Es gehört in die unerforschte Schreckenswelt des chinesischen Dämonenreichs und hat in Wirklichkeit sehr wenig mit dem japanischen Baku zu tun. Der japanische Baku ist lediglich als Traumfresser bekannt. Die hervorstechendste Tatsache hinsichtlich des Kultes dieses Geschöpfes ist es, dass sein Name in chinesischen Buchstaben in Gold auf die lackierten hölzernen Kopfstützenkissen der Grafen und Prinzen gemalt wird. Die magische Kraft dieses aufgemalten Namens auf dem Kissen schützt angeblich den Schläfer vor bösen Träumen. Es ist schwer, heute so ein Kissen noch aufzutreiben. Selbst Bilder des Bakus oder Hakutaku, wie sie bisweilen genannt werden, sind überaus selten geworden. Aber die alte Anrufung des Bakus ist heute noch gang und gäbe in den bekannten Worten. Baku Kurari –
Baku Kurai. Friss, o Baku, friss meinen bösen Traum. Wenn du aus Alpdruck oder irgendeinem quälenden Traum erwachst, so wiederhole rasch dreimal diese Ausrufung. Dann wird der Baku den Traum fressen und wird Unglück oder Furcht in Glück und Behagen verwandeln. Es war in einer drückend schwülen Nacht während der großen Hitzezeit, dass ich den Baku das letzte Mal sah. Ich war gerade aus heftigem Qualgefühl erwacht um die Stunde des Ochsen, also 2 Uhr nachts. Da kam der Baku zum Fenster hinein und fragte: Hast du was zu essen für mich? Voll Dankbarkeit antwortete ich: Freilich, freilich, höre, guter Baku, was mir geträumt hat. Ich stand in einem großen weißen Raum, in dem Lampen brannten, aber ich warf keinen Schatten auf den nackten Boden dieses Raumes. Auf einem eisernen Bett lag dort, ich sah es deutlich, mein eigener toter Körper. Wieso ich gestorben war und wann, ich konnte mich nicht erinnern. Frauen saßen in der Nähe des Bettes, 6 oder 7, aber ich kannte keine von ihnen. Sie waren nicht jung und nicht alt und alle schwarz gekleidet. Wächterin, so nahm ich an. Sie saßen bewegungslos und stumm, kein Laut war zu hören im Zimmer, aber irgendwie fühlte ich, dass es eine späte Stunde war. Im selben Augenblick wurde mir bewusst, dass etwas, was keinen Namen hat, in der Atmosphäre des Zimmers war, eine Schwere, die auf meinem Willen lastete, irgendeine unsichtbare betäubende Kraft, die beständig zunahm. Da begann die Wächterin einander heimlich Blicke zuzuwerfen und ich begriff, sie fürchteten sich. Lautlos stand die eine auf und verließ das Zimmer, eine zweite folgte, dann die dritte. So huschten sie eine nach der anderen leicht wie Schatten hinaus. Ich war allein mit meinem eigenen Leichnam. Noch brannten die Lampen hell, aber die Luft war dick zum Ersticken. Die Wächterinnen hatten das Gefühl, darum waren wohl sie alle hinausgeschlichen. Auch ich begriff, es sei höchste Zeit zu entwischen, aber ich dachte, ich könne ohne Gefahr noch einen Augenblick bleiben. Eine ungeheuerliche Neugier zwang mich zu bleiben. Ich musste auf meinem Leichnam blicken, um ihn genauer zu beobachten. Ich wunderte mich. Er schien mir ungewöhnlich lang, ganz unnatürlich lang. Dann schien es mir, ich sehe eines dieser Augenlider zucken. Aber es könnte auch sein, dass ich mich getäuscht hatte. Vielleicht hatte nur eine der Lampen geflackert. Ich senkte den Blick ganz langsam, denn ich fürchtete, den Leichnam werde die Augen aufschlagen. Ich bin es doch selbst, dachte ich, als ich mich niederbeugte. Und dennoch, er wächst so seltsam. Das Gesicht des Leichnams schien länger zu werden. Ich bin es doch nicht, dachte ich bei mir, dachte es abermals, als ich mich noch tiefer herabbeugte. Aber es kann doch nicht gut ein anderer sein. Und eine tiefe Angst ergriff mich, eine unsagbare Angst, der Leichnam könne die Augen aufschlagen. Und er schlug sie auf. Grauenhaft. Und das Ding sprang vom Bett aus auf mich zu, klammerte sich an mich, winselnd, Zähne wetzend, mich zerfleischend. Irrsinnig vor Schrecken kämpfte ich dagegen an. Aber seine Augen, sein Gewinsel, seine Berührung lähmten mich. Mein ganzes Wesen wollte vor Ekel und Abscheu vergehen, da, ich wusste nicht wieso, hatte ich plötzlich eine Axt in der Hand. Und ich schlug mit der Axt auf ihn ein, spaltete ihn, zerschmetterte ihn, den lebenden Leichnam, den Windseier, bis er vor mir lag, eine formlose, scheußliche, dampfende Masse, die abscheuliche Ruine meines eigenen Selbst. Baku Kurai, Baku Kurai, Baku Kurai, friss, o Baku, friss den Traum. Nein, sagte der Baku, ich esse keine glücklichen Träume. Dein Traum ist ein sehr guter Traum, ein glückverheißender Traum. Die Axt, jawohl, die Axt ist das erhabene geistige Gesetz, durch das Ungeheuer des Selbst vernichtet wird. Die beste Art Traum das. Du weißt, mein Freund, ich glaube an den Buddha. Und der Baku ging zum Fenster hinaus. Ich blickte ihm nach und sah, wie er über die steilen, vom Mond beschienenen Dächer huschte, von Giebel zu Giebel, mit erstaunlich leisen Sohlen wie eine riesige Katze.